Jo Leute, moin, Goldpriester hier. Ich lese euch mal kurz vor, woran DICE gerade arbeitet. Das wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit im nächsten Patch gefixt werden. Bei Reddit gibt es so eine Liste, die habe ich für euch jetzt mal übersetzt. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Auf Platz 1, der Ladebildschirm hängt zwischen den Karten. Auf Platz 2, am Ende der Runde wird immer noch nicht der korrekte Combani-Coin-Wert angezeigt. Auf Platz 3, trotz Sammeln aller Briefe im Singleplayer wird immer noch nicht der Ticket-Skin freigeschaltet. Ich dachte eigentlich, das Problem hätten die schon mal mit dem Patch gefixt, aber wie man sieht, ist das Problem immer noch da. Auf Platz 4, Munitionskisten und Gesundheitskisten fallen durch den Boden. Auf Platz 5, auf Panzersturm gibt es seit dem letzten Patch Leistungseinbrüche. Auf Platz 6, Wiederbelebungsfehler tritt auf, wenn euch ein Spieler wiederbelebt und dabei abgeschossen wird. Auf Platz 7, gelegentlich erscheint ein Spieler ohne Waffe, der gesamte Körper des Spielers ist dabei unsichtbar, er kann aber trotzdem seine Waffe abfeuern. Ich hatte den Bug tatsächlich auch schon ein paar Mal auf dem Server gehabt, ich dachte erst, das wäre ein Cheater, aber wie man sieht, ist das nur ein Bug. Dann geht's weiter mit Platz 8, starke Pingsprünge nach dem letzten Blitzeinschlag-Patch Nummer 2. Auf Platz 9, vergangene Teil-Server-Waffenbelohnungen können nicht nachträglich aus dem Ingame-Shop gekauft werden. Zusätzlich wird es noch eine Änderung am Netcode geben, Time to Kill und Time to Death. Ich hoffe, das wird diesmal wieder nicht so ein Desaster wie beim letzten Mal, da ist ja fast vollständig die ganze Community Sturm gelaufen. Außerdem wird im nächsten Patch der neue Coop-Modus Combined Armed released werden. Zusätzlich will man sich außerdem noch zur aktuellen Cheater-Problematik äußern. Da bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, ihr meldet auch weiterhin schön die Cheater beim Support. Der Support darf nicht zur Ruhe kommen. EA soll endlich mal was machen. Hier im Hintergrund seht ihr mal meine Hackerumfrage, stand zum 1.2. Wie ihr seht, haben da 800 Leute abgestimmt. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die daran teilgenommen haben. Jo, das war's schon. Bewertet ruhig das Video. Wir hören uns morgen. Euer Goldpriester. Ciao, Ski.